Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Es tut mir total leid, dass in der letzten Folge das so unterbrochen werden musste, aber das Spiel hat sich leider aufgehangen. Da stecke ich leider nicht drin. Ist aber halt schade bei so einer Cutscene. Und ich glaube, ihr habt ein, zwei Sätze habt ihr verpasst. Aber jetzt versuchen wir das wieder wettzumachen. Wir dürfen unser Schiff kennenlernen, die Tempest. Und hier oben ist so der Versammlungsraum. Hier haben wir einen VidCon. Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Ja, ist also quasi einfach ein großer Besprechungsraum. Wir nehmen uns jetzt ganz in Ruhe Zeit, um dieses Schiff kennenzulernen und zu schauen, wer alles Teil der Crew noch ist. Wir nennen das den Forschungsraum. Sie können von hier aus Forschungsprojekte durchführen und mit der Nexus koordinieren. Okay. Ja, Vetra gibt uns hier immer eine kleine Einleitung. Wir haben hier ein Biolabor. Das ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Genau. Also können wir mal gucken. Oh, da ist ein Bild. Nachricht von Sam. Generiertes Bild, menschliches Sichtspektrum, Inspiration, Arbeiten von Bilog, Fraktalbilder, divers. Dieses Bild stimmt aus einer früheren Phase meiner Entwicklung. Ich habe es generiert, während ich mir die Fähigkeit zur visuellen Erkennung aneignete. Power fand, es sei von künstlerischem Wert, woraufhin Alec Ryder ihr diese Kopie schenkt. Scanner geht da aus. Nachricht von Sam. War doch nicht ein Film mal? Ein ganz bekannter. Habe ich nicht gesehen, sonst wüsste ich es ja. Aber ich glaube, Nachricht von Sam hieß er, oder? Okay, hier steht Liam. Was hat der Pathfinder, sehen Sie sich mal dieses Spielzeug an. Das machen wir gleich. Erstmal wollte ich mit dir quatschen. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Ist es das denn? Oh ja, das ist es. Vor allem, wenn Sie irgendwas von Habitat 7 mitgebracht haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Wir können Dinge herstellen, die uns weiterbringen. Den Schrott, den wir finden, zu unserem Vorteil nutzen. Hey, mit Tech wie dieser ist nichts mehr einfach nur Schrott. Zumindest nicht mehr, sobald wir damit fertig sind. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Okay, ja, Forschungsterminal. Wir haben einmal die Forschung. Und hier können wir diese Forschungsdaten, die wir sammeln, über Scan, können wir ausgeben, um uns Pläne freizuschalten. Können wir das mal wegmachen? Machen wir mal ganz in Ruhe. Also, ohne dass das Tutorial hier aufploppt. Genau, also können wir hier wirklich dann uns was freischalten und verbessern. Bis Stufe 5 geht es, wie ihr seht. Und das ist alles so ein bisschen in drei Kategorien eingeteilt. Einmal Milchstraßenforschungsdaten, Helios-Forschungsdaten und das haben wir noch nicht verfügbar. Und wenn man dann die Pläne sozusagen freigeschaltet hat, kann man hier in Entwicklung das dann auch bauen, je nachdem, was man halt für Materialien zur Verfügung hat. Also wir könnten jetzt hier ein Sturmgewehr herstellen. Ist das ein Präzisionsgewehr? Mache ich jetzt erstmal alles noch nicht. Wir werden uns irgendwann weiter mit unserer Ausrüstung beschäftigen, wenn wir das Schiff erkundet haben. Wir haben dafür ein bisschen Zeug bekommen. Genau, das war das Forschungszentrum. Hier haben wir einen ganz normalen Verkauf. Bergungsgüter können wir wieder mal verkaufen. Dann ist das Inventar ein bisschen leerer. So, Biolabor waren wir schon. Jetzt gehen wir mal auf die zweite Seite. Dieser Triebwerkskern auf Touren kommt. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Okay, ein Tech-Labor haben wir. Da liegt gerade ein Helm drin. Ja, ist noch relativ leer. Aber das wird sich hier schon noch hey, Leben füllen.
Dann haben wir da vorne die Brücke. Ich glaube, die machen wir als letztes. Dann gehen wir erstmal hier runter. Und gucken uns hier hinten mal um. Hier haben wir nämlich Gil, den kennen wir noch nicht. Hallo, können wir später reden? Ich muss noch einige Anpassungen in letzter Minute vornehmen. Klar. Sie ist bereit, wenn Sie es sind. Der Odyssey-Antriebskern. Odyssey-Antriebskern. Ithaka-Variante. Registrierung, Aufklärungsschiff. Tempest 2527. Aktuelle Funktionalität optimal. Der Antriebskern der Tempest ist für den Langstreckenbetrieb sowie die Maximierung der Triebwerkseffizienz ausgelegt. Also, ich habe heute einen Tag, da kann ich irgendwie nicht sprechen. Da stolper ich über meine eigene Zunge. Ne, mehr haben wir hier nicht zum Scannen. Dann steht hier Suvi. Wir sind fast unterwegs. Hallo, ich muss nur noch diesen Download von der Nexus abschließen. Es wird alles für den Start bereit sein. Okay. Ja, hier ist so, quasi das Maschinendeck. Wir gehen hier mal die Leiter runter. Und der Frachtraum so ein bisschen, ne? Da steht Cora. Ryder. Letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ja, noch bin ich nicht bereit. Hier ist ein Raum, sieht auch eher aus wie ein Lagerraum. Da steht Vetra. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Okay. Gut gemeldet, es kann losgehen. Ja, Brücke muss noch einen ganz kleinen Moment warten. Ich will mir nämlich alles erstmal noch anschauen. Aber allzu viel liegt hier wahrscheinlich gerade noch nicht rum. So, Medbay sehen wir schon. Also haben wir hier einmal die Krankenstation. Hallo, und da steht Lexi. Verzeihung, ich muss dafür sorgen, dass wir alle Krankenakten von der Nexus haben. Kommen Sie nach dem Start vorbei, dann können wir reden. Ja, ihr merkt schon, ne? Nach dem Start werden wir reden können. Machen wir dann natürlich auch. Aber erstmal möchte ich das Schiff in seiner Ausstattung anschauen. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Riders und ich mache dasselbe mit meinem Harry. Ja, ich glaube, ursprünglich war Harry dafür vorgesehen, hier halt dann der diensthabende Arzt zu sein. Hat er wohl an Lexi abgegeben. Wir haben ja schon gehört, dass er das nicht mehr kann. Hallo, Ryder. Das Gefühl hat, er ist zu alt. Hallo. Und jetzt haben wir eine, weiß ich nicht, mittelalte Asari. Weiß nicht, ob sie ganz... Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Okay, gucken wir mal. Können wir irgendwas scannen? Hier sind die Crew-Betten. Sieht ein bisschen wenig aus. Aber ist ja wohl nur ein bisschen symbolhaft gefallen. Und seht ihr das? Hier hinten liegt ein Knuffenser und das andere kann ich nicht richtig zuordnen. Das kennt man aber auch. Okay, Crew-Infoboard. Willkommen auf Ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Rider, zur erfolgreichen Installation Ihres Infoboard V3.4. Sie können jetzt sich selbst und Ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf den Laufenden halten. Infoboard VI. Kommentare? Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit, Cora. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später in Bier oder was wir immer finden. Liam. Kommentare? Ist das Ihr Ernst? Von Suvi. Ich scherze niemals, wenn es um bequeme Sitzmöbel geht. Liam. Ja, hier ist dann das Bad, wie wir sehen, tatsächlich für männlich und weiblich. Es ist nicht getrennt. Finde ich jetzt aber auch in so einer Situation, wenn die Crew überschaubar ist, nicht schlimm. Da kennt man sich halt irgendwann. Und super viel Platz haben wir halt auch nicht. Ne? Wir können jetzt nicht für jeden hier ein einzelnes Bad einrichten. Hier ist die Küche.
Küchenvorräte, Daten, getrockneter Hühner-Rinder-Eintopf, 3 von 15, getrockneter Yaks-Eintopf, Dextroprotein, 2 von 14, getrocknete Gemüsepakete, 6 von 20, Klosuppe, 4 von 10. Die aktuellen Bestände dieser Vorratskammer. Ja. Und eine Waffe liegt in der Küche. Ich traue mich dann da wohl nicht rein, wenn man hier für seine Kochkünste dann bestraft wird. Lassen wir das mal lieber, ne? So. Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Kleidungs- und Panzerungsanpassung. Ja, das machen wir gleich. Wir haben einfach mal ein mega großes Quartier und unsere Crew, die viel größer ist, kriegt nur so einen kleinen Miniraum. Voll unfair, ja? Also wirklich unfair. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht so als nötig an, dass wir so einen Riesenraum bekommen. Hälfte hätte locker gereicht. Okay, wir haben ein Bett. Wir können hier rausschauen. Das muss, wenn man unterwegs ist, halt schon ein mega krasser Anblick sein. Hier liegt ein bisschen Zeug. Dann haben wir hier einen Tisch und einen Schreibtisch. Da steht Sam. Hier haben wir ein Sonderlieferungslager. Oh, jetzt kriegen wir ganz viel. Ich weiß gerade gar nicht, welche Version ich spiele, aber auf jeden Fall da, wo man ein bisschen was bekommt. Wir haben ein E-Mail-Terminal. Interviews. Ryder von Carrie Tavessa. Hallo Pathfinder. Ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinem aktuellen Projekt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein. Ich hoffe, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns zu einem Gespräch auf der Nexus treffen? Dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Carrie Tavessa. Ja, das ist eine Quest. Komm, packen wir mal ins Archiv. Und Pyjack an Ryder von Heerick. Pathfinder, es war großartig, Ihnen zu begegnen. Sie sind ja ebenfalls am Abenteuer, Wissenschaft interessiert. Könnten Sie uns vielleicht bei einem Experiment helfen? Wir haben hier einen interessanten Burschen auf der Nexus, einen jungen Pyjack. Zu den Menschen manchmal Weltraumaffen sagen. Er ist ein Teil einer Studie darüber, wie verschiedene Spezies sich an das Leben an Bord eines Schiffes anpassen. Wir hoffen, dass Sie ihn vielleicht auf die Tempest mitnehmen könnten. Sie können ihn jederzeit im öffentlichen Bereich der Nexus abholen kommen. Keine Sorge, er ist friedlich und seine Routine ist simpel. Kein Essen nach 23:59, nicht baden oder duschen und nicht zu lange der Sonneneinstrahlung aussetzen. Die nehmen wir natürlich auch an, packen das ins Archiv. Das heißt, wir gucken gleich mal, ob wir nochmal von der Tempest runtergehen können. Und hier haben wir ein SpaceX-Raketenmodell. Und da ist die Normandy schon mal. So, Sam. Ich überprüfe meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Okay, wir haben Startfreigabe. Bis zum Start läuft hier gerade erstmal gar nichts. Wir gucken uns aber mal die Garderobe an. Genau, also hier einmal das Freizeitoutfit. Das sind die Sachen, die wir gerade bekommen haben. Mit Hoodie oder athletisch. Ich finde eigentlich den Hoodie ganz cool. Deswegen nehmen wir das mal. Und dann haben wir hier die Panzerung. Können wir halt tönen. Autotöne. Aha. Dann ist das einfach nur ein bisschen heller. Oder eigene Töne. Ich lasse das jetzt mal kurz so. Ich werde das hoffentlich dran denken, zwischen den Folgen mal zu machen, wie ich mir das so vorstelle, farblich. Und dann seht ihr das in einer der nächsten Folgen. Ich muss nur dran denken. Das ist die Geschichte. Okay, ich guck mal, ob wir von der Tempest nochmal runterkommen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal zur Brücke. Guck mal, hier können wir auch mit dem Aufzug hoch. Halt eher, sag ich mal, Richtung. Ach nee, wir müssen erstmal drücken, damit er runterkommt. Ist wahrscheinlich eher, um Fracht zu transportieren, aber geht auch für Menschen.
Ja, dann gehen wir mal auf die Brücke. Ich hoffe, wir düsen dann nicht gleich sofort los. Wahrscheinlich schon. Aber wir werden dann sofort erst nochmal auf der Nexus oder bei der Nexus landen, damit wir die Quest erledigen können. Ja. Hallo, Brücke. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ja, sehr schön. Ein Salarianer haben wir jetzt auch mit an Bord. Hallo, wie nennt man das denn, unser Pilot? Wir arbeiten uns erstmal noch ein, ne? Das alles ist neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Ja, scheitern ist keine Option. Wir haben keine Wahl. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Okay, also, was sagen wir denn? Das ist, ja, die Hoffnung der Nexus ruhen auf uns, das stimmt. Wir sind jetzt mal ein bisschen emotional, ja? Komm, wir starten gleich ein Riesenschiff. Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest, wir können ihn wahrmachen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Danke, danke. Werden wir brauchen können. Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Callow, bringen Sie uns hin. Okay, ja. Also, theoretisch würden wir jetzt nach... ist das empfindlich hier auf der Map... nach Eos fliegen, das habe ich ja aber schon angekündigt, machen wir nicht, sondern wir gehen nochmal zur Nexus, beziehungsweise gucken uns erstmal das Scannen an. Ja, das machen wir noch in der Folge, so lange dauert das nicht. Wir sind im Zheng-He-Cluster oder System und können jetzt, hier ist die Nexus, wir fangen mal an. Mahuan. Können wir immerhin fliegen? Ich lasse das mal kurz an. Und zwar ist es tatsächlich wirklich eine kleine Kamerafahrt. Ist an sich cool gemacht. Aber es dauert lange. Das heißt, irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr scannen, werde ich das immer überspringen. Habt ihr ja gesehen. Geht. Machen wir auch. So, jetzt können wir den Scanner aktivieren. Hier ist nichts los. Das heißt, wir können wieder zurück ins System. Wir können, ich empfange etwas. Genau, wenn Suvi sagt, sie empfängt etwas, müssen wir mal den Scanner aktivieren. Und dann wird uns natürlich auch eine Anomalie angezeigt. Ich habe etwas gefunden. Wir fliegen hin. Das ist so ähnlich wie im dritten Teil, ne? Ich glaube, im dritten Teil war es doch auch, dass man einfach dann Planeten gescannt hat, eine Sonde losgeschickt hat und das war's.
Das finde ich an sich auch gar nicht verkehrt. Hier haben sie es halt nochmal ein bisschen schicker gemacht. Und hier sind keine Reaper. Muss man ja auch mal sagen. Jetzt können wir hier ganz entspannt Planeten scannen, ja. H-599. Ich empfange etwas. Okay, wir haben hier eine Anomalie. Da. Sonde gestartet. Orte die Überreste eines Schiffes. Raumschiffwrack. Schiffs-ID Nexus 4623. Schiffsname Caryatid. Anzahl der Crew 5. Status als vermisst gemeldet. Mutmaßlich verschollen. Die Caryatid treibt schwer beschädigt durchs All, kann aber noch geborgen werden. Nehmen wir mal die Wrackteile mit. Ich hoffe, die Crew wurde gerettet schon. Oder sie ist leider verstorben. Dann wieder zurück ins System. Gong senden. Hier ist nichts. Und dann haben wir noch Facing. Ich empfange etwas. Okay, hier ist auch eine Anomalie. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Aktiver Vulkan. Dieser Vulkan ist vor kurzem ausgebrochen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Schwerkraft auf Welt sind 3,2 G ist der Lavafluss räumlich begrenzt. Seine Untersuchung könnte wertvolle Erkenntnisse liefern. Okay. Gab einfach nur Erfahrung. Und dann natürlich Nexus einmal. Und dann müssten wir das System auch fertig haben. Da ist sie, die Nexus. Wir landen mal. Ein Scanner, ne? Wir landen einfach mal. Wir wollen vom Bord der Tempest gehen, erledigen noch kurz die zwei Quests, die uns gerade neu aufgeploppt sind, und dann geht's los zum richtig neuen Planeten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt. In der nächsten Folge geht's weiter. Wir sammeln die zwei Quests noch ein und dann reisen wir nach Eos. Also, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.